Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ich habe nochmal ein bisschen an der Webcam und an dem Sound rumgespielt. Ich habe den Ingame-Sound jetzt mal wirklich auf 90%. Von daher sollte er eigentlich deutlich zu hören sein. Ich hoffe nur, dass man mich jetzt auch noch deutlich hört. Wir sind letztes Mal mit der Transitstation hier drüben angekommen. Und haben schon wieder die schöne Original-Alien-Musik im Hintergrund. Was mir sehr, sehr gut gefällt. Es hat einfach eine optimale Stimmung immer. Okay, hier geht es überall nicht weiter. Gehen wir einfach mal hier hoch. Haben wir eine Map? Ich glaube, es ist egal, wo man hier hochgeht. Transit zu Solomos Habitat. Transit zu Maschinenbauplattform. Raumfahrtterminal, da sind wir hergekommen. Und zu irgendeinem Turm. Jetzt gehen wir einfach mal hier hoch. Hallo. Lauter grüne Sachen. Ich mag grüne Sachen, die kann man anklicken. Kann man immer was mitmachen. Oh, und wir brauchen wieder irgendein Werkzeug. Das wir nicht haben. Ich habe übrigens rausgefunden, ich habe es einfach mal... Was war das? Kamera? Ein Turret? Irgendwas höre ich. Ich habe gegoogelt, man bekommt diese ganzen Werkzeuge, die man braucht, alle erst später im Spiel. Und das ist auch so beabsichtigt, dass man dann zurückgeht, um sich die Sachen einzusammeln. Das sind dann wirklich so Collectibles und so ein Zeug, was man sich holen kann. Oh, was bist denn du? Okay, also hier geht's nicht weiter. Oh! Hallo? Was gibt's da? Leuchtfackel, Schrott und Medikit. Alles nehmen, würde ich sagen. Schwupp. Und das da können wir inzwischen entfernen. Ah, genau, das wäre ja der Käse. Und weg damit. Und jetzt sind wir aber wieder unten, oder? Jep. Sehr nice. Bist du? Neuverkabelung zugreifen. What the fuck? Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme in umliegenden Bereichen ein- und auszuschalten. Systeme zahlen sich in begrenzte Stromversorgung. Systeme abzustellen und stellen den Strom zur Verfügung, um andere. Ah! Maus um Einsehen der Karte. Maus zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite. Auf die Position von örtlichen Systemen. Beginnen in neue Bereiche, Ablenkungsmanöver. Oleg! Okay. Was? Also hier kann ich jetzt gucken. Kann ich da ran? Kann ich ranzoomen? System auf E kann ich es ausschalten. System wählen, Taste bewegen. Ah! Ah! Was ist denn bitte ein instabiles System? Kann ich das ausschalten? Oh. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Das will ich bitte ausschalten. Hä, ich check's nicht. Wenn ich das jetzt ausschalte, warum steht dann da... Also jetzt habe ich 1 von 2 Kapazität, ne? Instabiles System. What? Und dann blinkt es so verrückt. Was passiert denn? Ich drücke E und jetzt? Ich habe nur eine Stromreserve. So, Ausgangssituation. Eine Stromreserve habe ich. Das Netzwerk hat Kapazität für 2. Jetzt sind beide eingeschaltet. Sehe ich das richtig? Was steht denn da in dem Weißen? Ne, Weiß steht aktiv. Kann man fast nicht lesen. Instabiles System. Ich weiß halt nicht, was das bedeuten soll. Ja, fortsetzen. Was bedeutet instabiles System? Bist du das instabile System? Nee, du bist eine Tür. Hat es jetzt da oben was geändert? Ich meine, was Lautsprecher sind, ist mir klar, ne? Aber was ist ein instabiles System? Sollte man das vielleicht nicht einschalten, weil es instabil ist. Keine Ahnung.
drauf geschissen. Wir können eh nicht. Wir können eh nur hier lang, will ich damit sagen. Oder ist das jetzt das, wo wir. Ne, Zugangscode benötigt. Den haben wir nicht. Oh, leck. Ah ja, du bist die Kamera. Guckst mich an, hä? Wer schon irgendjemand bedient, hä? Oh. Oder sind das Sachen, um in Deckung zu gehen? Das gefällt mir gar nicht. Wie kann ich mich ducken? C. Hallo? Hallo? Moonbun hier. Ja, springen kann sie ja am allerwenigsten von allen. Tür verschlossen. Die da ist offen, aber das wäre zu einfach. No weapons allowed. Die hat doch bestimmt dann jemand abgegeben hier. Dann geh mal da rein. Oh, da liegt schon was. Sensor. Ist voll. Und jetzt kommen wir eh nur hier hinten aber da raus, oder? Ach, Raffel. What a crap. Hey, das sind Menschen. Nehmen Sie den Aufzug zu Communications. Bleiben Sie zurück! Okay. What the hell? Alter, was ist los? Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Ich bin euer Freund! What the fuck is wrong with you people? Wenigstens habe ich Ethanol gefunden. Okay. Große Fans von Thor, so wie es aussieht. Geht nicht auf. Was steht da? Stuff access only. Oh, da könnte es aber Sachen geben. Gravity crappen. Wo sind die jetzt hin? Abgezischt. Sensor, Schrott. Alles mitnehmen. Inventar voll. Ah! Das ist der schlechteste PC-Port, den ich je gesehen habe. Naja, komm. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Ah. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Okay, Datenzelle finden. Oh. Ich höre, wie sie rumschreien. Oh. Dann verstecken wir uns lieber mal, hä? Nice. Voll abgehauen sind wir den. Komponente B. Revolvermunition. Wupp, wupp. Ruhe jetzt. Was gibt's hier noch? Nix. Sehr gut. Oh nein. Plasmaschneider benötigt. Oh. Was haben wir für ein Achievement bekommen? Schacht um Schacht. Oh. Sieht ihr mich? Und nun, Leute? Yep. Gott, Amanda, schrei doch nicht so. Wir kommen halt definitiv nicht raus, ne? Die Frage ist, kommt sie rein? Oh Gott! So viel dazu. Was für ein Crap. Wenn du da einmal drin hockst, kommst du nie mehr raus, oder was? Wie jetzt von ganz hier hinten? Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt.
Haben wir da oben irgendwas eingesammelt? Da war dieser Typ, der da irgendwo rumlag. Na, drauf geschissen. Das machen wir jetzt mit der Neuverkabelung. Ja, wir machen auf jeden Fall die Lautsprecher aus. Und aktivieren das instabile System. Halt mal, jetzt ist es andersrum. So, machen wir es. Ah! Kuh! Warum kann ich nicht einfach Escape drücken? Ich habe eine scheiß Tastatur vor mir. Meine Güte. Ja, jetzt schmutzen wir dann hier hoch. Okay, komm. Und diesmal lasse ich mich nicht anschießen von der Bitch. Kann mich mal am Arsch lecken. Komm schon. Da hinten gab es auch nichts. Da drin gab es nur irgendeinen Teil, wo wir schon voll sind. Können wir uns anschleichen? Bleiben Sie zurück! Scheiße! Ha! Daneben, Bitch! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Die ist so irre! Warum sagt sie denn einfach Hallo? Warum muss sie durchdrehen? Frauen. Einfach nur hysterisch. Oh, diesmal war anderer Loot drin. Jetzt ist hier schon die Revolver-Munition. Ist natürlich auch nicht schlecht. Wo ist der Audio-Recorder? Ist auch nicht mehr da. Doch, da ist er. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Ja, das haben wir alles schon gehört. Holen wir das Ding noch. Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, da dürfte kein Problem sein. Er hat etwas an seinem Gehirn versteckt, aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurchgesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Vielleicht wollte sie dir hier einfach nur finden. Zu dir kommen. Ja, was machen wir jetzt? Ziehen wir uns erstmal zurück, oder? Ja, komm, wir hocken mal hier rein. Und dann gucken wir kurz auf die Map. Die sagt uns bestimmt, wo es weitergeht. Ah, vielleicht liegt ja hier auch was anderes. Nee. Okay, wir bleiben hier mal im dunklen Eck sitzen. Überhaupt nicht gruselig. Und schauen mal auf die Map. Datenzelle. Oh Gott, lass mich raten. Das ist echt da oben. Müssen wir die Treppe hoch und an denen vorbei, oder was? Na gut. Sind das meine Schritte, die man da hört? Da-da-da! Große Räume. Verliert mir immer die Übersicht. Wo bewegt sich was? Ich höre rechts was. Oh, da läuft's. Da läuft's. Wo läuft's hin? Das guckt mich direkt an. Geh weiter. Geh weiter. Hier ist nix. Geh weiter. Ja, yeah, so ist brav, Baby. Kann ich mich hier einfach vorbeischleichen, so? Like a Noob? Bleib wach, du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Oh shit, der ist direkt da oben. Oh shit, das... Oh Gott. Oh Gott, da ist noch jemand. Die sind zu dritt, oder was? Ich hab gedacht, es wären nur zwei. Ja, das endet böse. Ich sitze mitten im Raum. Wir nur rum und warten auf den Tod. Hey, Bro. Was war das? Keine Ahnung. Warum bin ich jetzt auf einmal so tief geduckt? War nichts, alles in Butter. Der eine hat mich jetzt von da oben... Lauf, Ripley, lauf! Zu unserem Lüftungsschacht, schnell! Ah. Ah. Ah.
Sowas hasse ich. Ich habe gedacht, das ist so ein... Wie soll ich sagen? Mehr so ein Horror-Game. Nicht so ein Puzzle, ich muss Leute rumschleichen, Game. Das ist eher wie... Keine Ahnung. Thief oder sowas. Kein Ding, Digga. Ich stehe auf Verspätung. So, diesmal ist wieder so rum wie beim zweiten Mal. Okay. Instabiles System passt, ist aktiv. Ne, das passt ja. Lautsprecher will ich nicht. Oder will ich Lautsprecher? Ach, ist das die Ablenkung, wo sie gelabert haben? Komm, dann machen wir mal das. Jetzt haben wir die Lautsprecher an. Ha! Und jetzt? So cool, hä? Gibt's irgendwo... Kann ich jetzt irgendwie einen Lautsprecher benutzen und die Leute da weglocken oder so? Das wäre natürlich nice. Was bist du? Karte aktualisieren. Obergeil. Alles gar nicht gesehen beim letzten Mal. Zeig mal her, Karte. What? Oder ist da der Lüftungsschacht eingezeichnet? Tatsächlich. Aber hier brauchen wir immer noch den Code, oder? Ja. Den wir nicht haben. Gibt es eigentlich hier noch einen Lüftungsschacht? Nee. Verschlossen, da ist nichts. Das ist derselbe Schacht wie jedes Mal. Okay. Das heißt, uns bleibt wirklich nichts anderes übrig, wieder als hier in die Falle zu laufen. Bleiben Sie zurück! Oh, und da trifft sie mich wieder. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Fuck off, Bitch! Fuck off! Aber was bringt uns jetzt, dass die Lautsprecher an sind? Überhaupt nichts, oder? Bam, 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 Leuchtfackel. Ich muss es einfach benutzen. Genau so. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Luftreinigung. Ich verstehe es nicht. Kann es mir jemand bitte erklären in den Kommentaren? Ist das mein Standort, wo da blinkt oder was? Lobby, Lautsprecher. Ah ja. Jetzt macht der Lautsprecher blöd. Wow. Wow. Nebel. Weil wir das Luftdingssystem ausgeschaltet haben. Sehr nice. Okay, jetzt check ich's. Oh, da ist der Nebel weg. Ist der nur da unten? Ah ja, der ist nur... Okay. Jetzt können wir reden. Jetzt gehen wir erstmal hier rein und holen uns den Loot. Und dann gehen wir runter und holen uns dieses Quest-Item und dann versuchen wir uns durchzuschleichen. Nice wäre es auch, wenn wir speichern könnten, irgendwo zwischendurch mal. Komm schon. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich sie wieder wegmachen? Ich aktiviere die eh wieder aus Versehen nachher im Nebel und dann werde ich erschossen. Jede Wette, das passiert hundertprozentig. So eine Scheiße. Ist der Nebel noch da? Hallo? Ja, da hinten nebelt es ziemlich vor sich hin. Die Frage ist, ob uns das was bringt.
Aber wir können wir auch hier rumgehen? Das wäre natürlich das Einfachste. Ich muss jetzt mal den Raum richtig erkunden. Ja, ja, guck dir das mal an. Das ist ja ein Riesenraum. Da kann sich ja überall verstecken. Bevor wir jetzt mal dieses Quest-Item da unten holen, gucken wir uns jetzt erstmal die Sache hier an in Ruhe. Ist da wieder ein Code benötigt oder irgendwas? Sicherheitsgenerator oder irgendein Crap. Tech-Support. Ist hier nochmal Verkabelung. Holy Macaroni. Jetzt können wir reden, Baby. Macht das jetzt das Ding dreckig oder macht die Luftreinigung die Luft sauber? Ah, ne. Oh Gott, ich sehe nichts. Sind da jetzt die Leute drin? Nope. Das ist sehr interessant. Warte mal. Gott, sind die direkt neben mir? Hallo! Hier ist jetzt echt kein Mensch, bis ich das Quest-Item hole. Und dann auf einmal drehen sie durch und laufen durch die Gegend, oder was? Ist ja auch lächerlich. Ich hasse es, wenn so Events getriggert werden. Man durchschaut's und der ganze Spaß am Horror geht verloren. Okay. Gibt's hier Loot? Es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Kamera, die uns beobachtet. Ah, drauf geschissen. Oh. Ha. Achievement? Oh, okay. Nette Anspielung. Ja. Raucht es jetzt an allen drei Standpunkten oder nur... Ah ja, perfekt. Es raucht überall. Sehen Sie überhaupt nichts mehr, die Nerds. Kann ich jetzt erst noch speichern gehen? Halt mal, hier raucht es nicht mehr. Ah ja, hier habe ich so da rausgemacht, ich Idiot. Das muss anbleiben, natürlich. Es gibt hier halt nichts zum Speichern. Ich gehe jetzt noch schnell speichern. Jetzt haben wir so viel Fortschritt erzielt, das will ich nicht alles im Arsch haben, einfach wieder, weil ich dämlich nachher rumlaufe. Wo war Speichern? Hier unten. Bam, 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 bam. Was können wir denn eigentlich dann hier machen? Ach, da können wir einfach die Lautsprecher. Okay. Ach, das ist nur so, dass man es lernt quasi, dass man die Lautsprecher, dass man halt ein instabiles System hat und mit diesem einen, oh, mit diesem einen instabilen System kann man irgendwas sabotieren und instabil machen quasi oder so, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wahrscheinlich. Jetzt müssen die Lautsprecher nicht mehr gehen. Habe ich recht? Bestimmt. Wo war das Speicherding? Speicherding? Ach, ist das da vorne an der Wand? Nee. Ich höre es piepsen. Bin ich blöd? Da hängt's. Ja, die dünne Armgelenke. Muss mal was essen, Baby. Okay. So, jetzt geht's ab. Jetzt bin ich ready für die Action. Wir kommen halt echt null voran als in den Episoden, aber ist mir scheißegal. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und muss es erst als mal durchschauen. So, habe ich jetzt Rauch? Ich sehe den... Ah ja, doch. Das heißt, wir gehen jetzt da links hoch. Schwupp! Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Oh ja. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Das hat sie verdaumen! Ich muss eine neue Datenzelle finden. Willst du es wirklich
wirklich riskieren? Hey, wo ist jetzt der Rauch? Hier? Okay. Wir werden sie finden und töten. Boah. Gar nichts. Ja, geh nur runter. Also der Rauch hier oben war fail. Der war nicht mehr da. Oh ich wusste, Gott. Dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, um wahr zu... Geh weg! Leuchtfackel! Kann ich dich töten? Und genau aus dem Grunde habe ich gespeichert. Ich habe genau gewusst, dass sowas passiert. Oh! Und da funktioniert das Spiel nicht mehr. Okay, wir sind zurück. Und haben zum Glück gespeichert. Ich hoffe, dass es das jetzt übernommen hat, gerade eben, dass ich hier gespeichert habe. Wir werden es gleich herausfinden. Steht sie da? Nein. Also, wir holen das Quest-Item und dann machen wir dieselbe Route, nur ein bisschen vorsichtiger da oben. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Komm schon, lass mich laufen. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Ich könnte natürlich auch irgendwo die Lautsprecher anmachen, glaube ich. Das würde vielleicht auch funktionieren. Wo ist der Bengel? Der kann halt... Da ist er. Bitte komm nicht hier lang. Er steht halt einfach da. So ein Nerd. Ja, komm näher. Wir müssen halt lernen, wie er läuft. Sehr gut. Nein! Das heißt, hier Strom wiederherstellen. Ich habe gedacht, ich muss hier rein. Okay, ich muss offensichtlich nicht hier rein. Wo muss ich dann rein? Was? Da unten, ach so. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Ja, keine Ahnung wo. Lauf, Ripley! Noch leben wir? Ich glaube, sie ist nach unten. Na los. Oh Gott, sie sind direkt über mir. Nicht in Frage. Ah. Hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach. Oh. Okay. Das war zwar nicht die hübscheste Lösung, aber es hat funktioniert. Karte aktualisieren. Und hier können wir speichern. Die Frage ist, wollen wir speichern, so angeschlagen wie wir sind? Oh, Revolver! Wähle ihn mit dem Mausrad aus. Ja, das funktioniert ja toll. Wo ist er jetzt? Ah, Rechtsklick oder was? Ich check's nicht. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht auspacken kann. Unten rechts, links zeigt's mal an, dass ich ihn hab. Von daher gehe ich davon aus, dass ich ihn hab. Okay. Ein roter Knopf. Roter Knöpfe sind immer gut. Oh, da geht's schon weiter oder was? Jetzt tun wir erstmal speichern, komm. Wenn uns irgendwas findet oder erwischt oder whatever, sind wir eh tot. Egal wie viel Leben wir haben.
So, das passt. Oh, da geht's halt überall. Ich weiß gar nicht, wo ich überall hin soll. Das ist so riesig gerade. Durchsuchen Sie den Tech-Support nach einem neuen Datendings, okay? Wir könnten jetzt da hinten durchsuchen. Wir haben aber uns auch hier noch nicht mal alles angeschaut. Verstecken. Server-Hub. Da ist auf jeden Fall zu. Da ist wieder ein Lüftungsschacht. Habe ich irgendwas gehört? Oh. Noch mehr Lüftungsschächte. Ist auch wieder alles zu. Ja, man wird schon stark reguliert. Wo man hingehen kann und wo nicht. Komm, wir gehen mal hier rein. Einfach mal wissen, was hier so abgeht. Da geht's hoch. Ist das einfach nur um hier? What? Oh, leck, was ist das? Ach, halt mal, wir haben ja auch... Mir fällt gerade ein, wir haben doch Medikits. Why not? Wie kann ich das einsetzen? Linke Maustaste zum Bauen. Jetzt haben wir es ausgerüstet. Erhalten zum Aktivieren. Nice, komm. Nochmal. Nochmal. Wir haben eh zu viele. Bauen wir nochmal eins. Jetzt macht das Ganze endlich mal Sinn. Wupp, wupp. Ah. Sensor haben wir dafür offensichtlich keinen gebraucht, hä? Das ist ziemlich spooky. Ich kann da halt auch nicht hoch. Wir können ja überall noch hin, runter. Keine Ahnung wohin. Hm. Oho. Was macht die eine Kiste hier? Oh nein, ich habe Angst. Wo ist das Alien? Ey, kann ich dich durchsuchen? Nee. Okay, und schon haben sich unsere Wege wieder eingegrenzt, weil man hier nirgends hin kann. Oder? Ja. Okay. Das heißt, ich tue jetzt nochmal hier speichern. Und wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben jetzt die nähere Umgebung mal erkundet. Und wir gehen das nächste Mal dann einfach quasi hier weiter. Ich denke nämlich, dass es auch hier weitergeht. Von daher verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Reinschauen. Denkt bitte dran, das Video zu bewerten, zu kommentieren. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.